Jo Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht schon am Titel, heute wird's mal richtig cringe, Bruder. Denn wir werden heute mal richtig viele Promis anschreiben, ob sie nicht Bock haben, mit mir Fortnite zu spielen. Boah, das ist so cringe, Junge. Ich selber habe mir schon eine Liste gemacht mit super vielen Namen, von Dieter Bohlen bis Kapitel Brr. Und wir werden den heute auf Instagram einfach mal schreiben, ob nicht irgendwer Bock hat auf eine Runde Fortnite. Und ich hoffe mal, dass wenigstens ein, zwei Leute antworten. Das Ding ist, Leute, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze auf Instagram aussieht. So sieht das Ganze aus, zum Beispiel jetzt in meinen DMs, wenn man hier auf mehr Anzeigen klickt, dann kommen hier die Anfragen. Und dann kann man nochmal Top-Anfragen auswählen, dann lädt das Ganze durch, dann siehst du quasi die Leute mit den meisten Abonnenten, die dir schreiben. Die stehen dann ganz oben. Younes Saru hat mich in der Story erwähnt. Keine Ahnung, wer das ist. 61.000 Abonnenten, aber man sieht auf jeden Fall, die Leute mit den meisten Abos stehen halt ganz oben in den Anfragen. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass der ein oder andere Promi meine Nachricht sieht und mir antworten wird. Und Leute, mit etwas Glück seht ihr dann in dem Video gleich noch, wie ich mit irgendwem Fortnite spiele. Und ich hoffe, so hat das klappt. In Amerika haben das Ganze richtig viele YouTuber gemacht und haben Antworten bekommen von Lil Pump und keine Ahnung wem. Also wenn wir in dem heutigen Video nur ansatzweise so erfolgreich sind, Leute, dann Live Goals am Start. Aber ja, ich würde sagen, wir labern nicht lang. Es wird wahrscheinlich eh so ablaufen, dass ich jetzt allen Leuten was schreibe und morgen oder so dann einmal durch die DMs gehe und euch zeige, wer geantwortet hat. Deswegen nicht wundern, wenn ich gleich ein anderes T-Shirt anhabe. So, Leute, Handy am Start. Ihr seht es ja auch, neben mir ist jetzt mein Screen offen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten. Und zwar, Leute, mit Kapital Bra. Und dem werden wir jetzt erstmal eine richtig cringige Nachricht schreiben. Und Leute, boah, ich habe keinen Bock da drauf. Egal. Bock auf eine Runde Fortnite. Lelelele. Oh mein Gott. Boah, das ist so cringe, Junge. Wenn das irgendjemand sieht, was die denken, Junge. Aber Leute, somit ist der M Nummer 1 draußen. Bock auf eine Runde Fortnite. Lelelele. Ja. Boah, ey, ich komme nicht auf mein Leben klar, Leute. Wir machen aber direkt weiter mit dem nächsten. Und zwar, Leute, mit Heidi Klum. Oh mein Gott. Denk mal, der eine oder andere von euch sollte sie kennen von Germany's Next Topmodel. Und ich würde sagen, Leute, wir schreiben jetzt einfach mal, wo soll ich landen? The Agency oder Slurpee Swamp? Ja. Das Ding ist, Leute, sau viele Promis zocken Fortnite. Man weiß es teilweise gar nicht gut. Heidi Klum, glaube ich, ist eher weniger. Aber wir versuchen unser Glück, Leute. Keine Ahnung. Aber zocken ja echt so viele Leute. Drake und keine Ahnung was. Ich wette sogar Kapital. Der zockt safe auch mal Fortnite oder hat es mal gezockt. Aber wir machen weiter mit dem lieben Mr. Dardi. Dada, Leute. Den ballern wir jetzt auch direkt eine Nachricht rein. Wir müssen mal eine Runde Fortnite spielen. Einfach random rausgehauen, weil der sich wahrscheinlich denkt, ne, ja klar, Bruder. Vom Ding her ist die Nachricht gar nicht schlimm, aber das Ding ist, er wird sie 100% lesen, weil ich habe ihn mal in der Story erwähnt und er hat mich repostet. Und warte, gönnt euch mal die Story. Gott sei Dank, da ist. Grüße gehen raus an Onoman, Digga. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er das Ganze sehen wird oder ob er mir antwortet. Ich werde es euch auf jeden Fall am Ende zeigen, Leute. Leute, hat mir eine Memo geschickt. Ey, Leute, ich gucke gerade mal. Okay, warte. Bevor wir die jetzt hören, kurz noch Enno. So, ich schreibe dem, ey, was machst du? Ey, was machst du? Wenn du nichts machst, lass Fortnite. Ausrufezeichen. Oh, shit, Leute. Justin Bieber. You wanna play a Runde Fortnite? Okay, haben wir rausgehauen. Warte. Er kriegt noch ein Bild dabei. Stabil. Okay, Leute, Justin haben wir auch geschrieben. Digga, wenn der zurückschreibt, ich raste komplett aus. Aber wir werden sehen. Bock auf ein 1 versus 1. Und der Smiley, Digga, und Abfahrt. ihr seht im Hintergrund The Rock, Leute. Wer ihn nicht kennt, alter Bekannter. Wir waren letztens unter anderem gemeinsam auf einer Filmpremiere, aber lass gut sein. Aber Leute, auf Real Talk, kleiner Fun Fact: The Rock hat sogar mein Foto geliked. Ich kam nicht auf mein Leben klar damals. Aber egal, Leute, dem schreiben wir jetzt als nächstes. Now, let's play Jumanji in Fortnite. Oh shit, Digga. Also wenn wir schaffen, dass The Rock antwortet und mit uns Fortnite zockt, ich kack komplett weg. Okay, Leute, wir haben das Ganze jetzt mal auf jeden Fall ein bisschen vorgespult, weil das hätte sonst echt Jahre gedauert. Ihr seht es im Hintergrund, ich habe so vielen Leuten geschrieben, ich komme nicht auf mein Leben klar. Absoluter Spambot am Start, Leute. Unter anderem habe ich Nurseret geschrieben in Fortnite, we can do together, salty. Bill Gates, der, by the way, der reichste Mann der Welt ist, habe ich gefragt, ob er mir ein paar V-Bucks in Fortnite kaufen kann. Arnold Schwarzenegger habe ich geschrieben, lass mal Slurpee Swamp gehen, weil es an sich auf jeden Fall stabiler Platz. Den lieben Klaas von Late Night Berlin habe ich gefragt, ob er mir vielleicht Battle Pass kaufen kann, wäre auf jeden Fall nett. Donald Trump habe ich geschrieben. You wanna build some walls together in Fortnite? Soll man ein paar Mauern bauen wollen, beziehungsweise werden in Fortnite
Grüße aus Deutschland, Bruder. Den lieben Dieter Bohlen habe ich gefragt, ob er Bock auf einen Deathrun hat, weil, ja, Leute, Deathruns in Fortnite sind einfach geil. Kann man ja mal fragen. Unter anderem noch Angela Merkel, Leute, habe ich geschrieben, Lust auf eine Runde Fortnite, Homeoffice wird langsam langweilig. Ich meine, die muss es ja verstehen, weil, ne, ihr wisst schon, von da ganz oben kommt das Ganze ja. Und wer weiß, vielleicht chillt ja gerade auch ein bisschen zu Hause und hat Bock, mit mir eine richtig geile Runde der Agency zu landen. Aber ja, Leute, ihr seht es auf jeden Fall, mit da kommt mein komplettes Postfach ist voller Leute, den wir jetzt geschrieben haben. Und ich würde sagen, einer hat das schon geantwortet, ihr wisst noch nicht, wer. Ich gehe jetzt gleich erstmal pennen, warte dann mal bis morgen oder übermorgen und schau, ob mir noch ein paar Leute antworten. Ich hoffe, es werden ein paar antworten. Und dann seht ihr jetzt das Ergebnis, Leute. Viel Spaß und ich hoffe, irgendjemand antwortet. Wir sehen uns. Ach, Leute, was geht ab da draußen. Inzwischen haben wir schon den 30.04. Leute, heute nehme ich jetzt quasi den letzten Part auf und es ist in den letzten Tagen viel passiert. Ich wollte eigentlich gestern schon aufnehmen, aber ihr erfahrt gleich, warum noch nicht. Auf Real Talk, ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass mehr Leute mir antworten, aber es haben auf jeden Fall noch zwei, drei andere Leute geantwortet. Ihr seht es ja schon oben in meinen DMs, Leute. Da steht noch eine 3 drauf. Ich klicke jetzt mal drauf. Noch ist alles verschwommen, denn ich will erstmal kurz die Liste zeigen von den Leuten, die nicht geantwortet haben und das Ganze geht hier los. Ihr seht schon, Leute, Kapital, Heidi Klum, leider nicht geantwortet. Katja Krasavic, da hätte ich sogar gehofft, dass sie antwortet. Ja, die folgt mir sogar, aber keine Antwort bekommen. The Rock, Dieter Bohlen, Donald Trump, Angela Merkel. Verstehe ich nicht, warum die mir nicht antworten, aber gut, Leute. Aber dann kommen wir hier schon weiter nach oben und da geht's schon los. Ihr seht schon, da dann, Leute, hat einfach geantwortet. Ich habe dem geschrieben und der hat mir nach Minuten geantwortet. Das war so krass. Und ich habe locker noch einen halben Tag gewartet, bis ich die Nachricht mir reingezogen habe. Aber, Leute, wir klicken mal auf den Chatverlauf. Wir haben ihn hier angeschrieben mit, wir müssen mal eine Runde Fortnite spielen. Und daraufhin habe ich eine Memo bekommen. Und, Bruder, ich kam gar nicht auf mein Leben klar, dass der mir antwortet. Und dann auch noch mit einer Memo. Und die hören wir uns jetzt mal an. Bro, ich habe noch nie in meinem Leben Fortnite gespielt, Bro. Wenn, dann war so. Und ohne Scheiße, Leute, da kam ich nicht auf mein Leben klar. Ich dachte, auf Real Talk, der zockt Fortnite, weil er hat das sogar mal in seinen Songs erwähnt und sowas. Aber er hat mir halt angeboten, Warzone zu zocken und da habe ich geschrieben, ach, Laber, Warzone bin ich auch anders am Suchen, können wir gerne machen. Ich muss dazu sagen, ich habe ihm noch nicht geschrieben, wann wir zocken oder dies, das, weil ich wollte den Leuten jetzt erstmal nicht auf den Sack gehen. Aber auf jeden Fall schon mal Ehrenaktion, dass er mit mir zocken will, Leute. Ich werde das auf jeden Fall noch machen. Ich werde ihm schreiben und da wird auf jeden Fall auch noch ein Video kommen. Aber um es jetzt schon mal zu spoilern, eine andere Person hat mir auch zurückgeschrieben und mit der habe ich sogar Fortnite gezockt, Leute. Aber wir machen erstmal weiter. Mit dem nächsten und wir scrollen nach oben und ihr seht schon Lilano am Start, Leute. Wir klicken mal auf den Chat. Dem haben wir nämlich auch geschrieben, lass mal Fortnite spielen und er hat mir ein Bild geantwortet, was ich euch jetzt mal einblende, Leute. Daraufhin habe ich geantwortet, ja, dann wird es halt mal Zeit, ne? Und dann hat er geschrieben, bin ich jetzt dein Background-Pick oder warum Screenshot? Weil ich habe halt einen Screenshot gemacht fürs Video und da habe ich geschrieben, nee, aber ich habe halt Leute random gefragt, ob sie Bock haben auf eine Runde Fortnite. Und da hat er geschrieben, verlinkt nicht vergessen, habe ich geschrieben, normal, Bruder. Also Kuss geht auch raus, Lilano auf jeden Fall auch zurückgeschrieben, richtig, richtig korrekt, Leute. Und ja, Leute, das war's vom Ding ja schon. Eine Person war noch dabei, die mir auch direkt geschrieben hat und da gehen jetzt echt mal Props raus, Digga. Und zwar an Sammy, Leute. Sammy ist eine Person, ich feiere dem seine Musik echt anders krass. Ich habe den damals schon irgendwie ein bisschen näher kennengelernt durch ABK, der hat ja viel mit dem gemacht. Da habe ich so das erste Mal von ihm gehört. Der liebe Ahmed, also Kid Mave, hat auch schon mal ein bisschen was von dem erzählt, weil die haben anscheinend auch schon mal gezockt, dies, das und keine Ahnung was. Und dem haben wir auch noch geschrieben, Leute, und der hat mir einfach instant geantwortet. Ihr seht schon, wir haben auf jeden Fall direkt ein paar Memos hin und her geschickt, Leute. Und ich habe ihn angeschrieben, lass mal eine Runde Fortnite. Und er schreibt, Bro, ich bin Bot. Aber komm ran, ich denke, für dich soll es reichen, Digga. Ja, Leute, daraufhin habe ich geschrieben, ja, Kid Mave wäre dann auch dabei, dann können wir direkt zusammen zocken, weil er kennt den halt. Ich denke mal, ist immer ein bisschen chilliger, als wenn man komplett, ihr wisst schon, ne, fremd. Ja, Baba, ich freue mich. Ahmed und ich kennen uns auch jetzt schon mittlerweile ein bisschen. Dann bis 22 Uhr, Kollege. Und dann haben wir direkt 22 Uhr ausgemacht und haben gezockt, Leute. Wir haben halt angefangen zu zocken, haben erstmal ein paar Public-Runden gemacht, Leute, zusammen mit Kid Mave dann direkt zu dritt. Und er meinte halt erst ein Bot dabei, er hat mich halt anders gecurried. Oben sind vier, oh, scheiße, Digga. Oh, Bruder, Minen! Junge, du kleiner Peachko da oben. No way. Vorsicht, bau. Oh, da ja. Hol mich da bei der Treppe, das passt. Let's go, Digga. Ja, der ist über dir. Scheiß drauf. Ja, komm, ja. Schön, Digga, schön. Bau einfach und... Ja. Ich hab 2 Mets. Junge, er sagt, er ist ein Bot. Die letzte Wall. Wir haben irgendeine Deathrun-Map gespielt, die Ahmed reingemacht hat, die ich übel komisch fand, aber das war auch ultra lustig. Uff. Und wir haben noch ein paar andere Creative Maps gezockt, wo Sammy mich dick geflaxt hat. Ja, ey, geh weg, Digga! Geh weiter! 10 Minuten lang. Nein!
Aber ja, Leute, auf jeden Fall übertrieben korrekt, dass mir ein paar Leute geantwortet haben. Hat mich richtig gefreut. Und echt, Props geht raus, Leute. Checkt unbedingt mal die ganzen Kanäle von Sammy ab. Props gehen echt raus, Leute. Seine Mucke, absolut ciao. Ich feiere Lieder unnormal. Erst recht der Song Booyafa, den habe ich letzten Sommer absolut hoch und runter gehört. Aber ja, alle Links in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in Fortnite und dann seht ihr mal ein bisschen mehr von den Runden. Ja, oh. Was geht ab? Was geht ab, Bro? Was geht? Oh shit, ja, korrekt, dass die klappt hat auf jeden Fall. Ja, easy, Digga. Jo, wann hast du das letzte Mal gezockt? Bruder, ich spiele jeden Tag, aber ich bin Bot, Bruder. Ach, glaube. Oh shit, ich sehe schon kommen, Digga, der carryt uns gleich weg, Achmed. Nein, hör auf. Ich hab lange nicht mehr gespielt, aber jetzt seit Ramadan wieder so täglich. Ja, was spielen wir? Teams einfach, oder? Okay, komm, ja. Ich hab so ein Video gemacht, wo ich so voll viele Prominente und so angeschrieben habe, ob jemand Bock hat, Fortnite zu zocken. Du hast einfach am schnellsten geantwortet, Digga. Kuss geht raus, Alter. Richtig korrekt. Hier wurde auf jeden Fall einer wiederbelebt, aber dann so. Oh, oh doch! Ah, da hinten. Ja. Ja. Oh, yeah. Wo? Oh, direkt hier unten, Digga, tschüss! Ich ziel auf die Tankstelle, auf einmal die sind vor mir bei dem Stein. Heli kommt noch. Heli auch noch! Tschüss! Ja, von SOS. Überall. Hab einen. Oh mein Gott, ich wurde gesniped. Oh shit. Ich komm. Oh Mensch! Ja, Digga. Geil, Junge, komm, woher kommen die alle? Ihr wollt, lass uns später einen Death Run machen. Death Run? Ja, Bruder, ich habe echt Liebe dafür empfunden, Alter, wirklich. Okay, also es ist ein Death Run Race. Der Erste, der am Ziel ist, hat gewonnen. Und ich würde sagen, wir labern nicht lang, Digga, let's go. Ihr habt keine Chance. Ja, wollen wir eine Wette machen? Boah, wenn der schon so flext, die Wette, der ist übel gut, Digga. Sollen wir 50 Euro Wette machen? Komm. Ja, okay, komm. Der Gewinner kriegt dann 100. Okay, let's go, Digga. Okay. Nein, ich bin gestorben. Ich muss euch kurz nass machen, Digga, es tut mir leid. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kenn den schon, Digga, das ist unfair, Digga. Ich kenn den nicht, Bruder. Oh mein Digga, Gott. Ich mach den ganzen Tag nichts anderes außer das. Nein! Nein! Ich bin an der Tür hängen geblieben. Ich auch. Boom, Digga, let's go, der Hase. Ach so eklig. Ihr rippt mich einfach, alle. Ihr rippt mich. Ihr kennt diesen Death Run, safe schon. Ich kenne den Boah, nicht. Ich kenne jeden Death Run irgendwie. Hör auf, ich kenne diese, Bruder, hör auf. Guck mal, Doch. Wie weit Lukas schon ist. Ja, Junge, was soll ich sagen? Nein! Was, warum stirbt man da? Ich wollte einfach nur eine chillige Runde Fortnite spielen. Jetzt gehen gleich 50 Euro flöten. Ja, Nein! Oh mein Gott! Ist weiter als wir. Du bist am weitesten, Digga. Ihr habt mich ausgezogen. Fuck! Ey Leute, KidMath darf nicht gewinnen, ich schwöre es. Keiner von euch darf gewinnen, scheiß drauf. Ich hab noch nie um 50 Euro so hart getryhard. Boah! Digga, ich raste aus. Uff, don't crouch. Let's go! Don't crouch und ich mach langsamer, Digga. Uff. Nein! Genau, dann hört es auf. Ja, KidMath, sorry bei 25. Ey, ihr seid beide weiter? Ey, chillt mal! Nein, ich bin stuck. Boah! Ich bin weg. Nein! Was? Du bist neben mir? Ey, ich kann keine Death Runs. Ich schwöre, ich kann keine Death Runs. Ich komm nicht weiter. Ja, Digga, hier. Nein, easy, nein. Digga. Und das war Digga, der Win. Nein, nicht. Digga. Let's go und. Ja! Ich hab Kidman verholt. Niemals. Doch! Ich bin einfach runtergesprungen. Digga! Alle Jungs, das hängt der bei Boss. Mir, Digga. Das fuckt ab. It was at this moment that he knew. He fucked up. Das stand, wenn du jetzt verkackst, bist du 5 Level zurück. Was? Ich hab's geschafft. Ich bin 5 Level zurück! Ja, was? Ey, er ist genau da, wo du bist. Halt's Maul! Nein! Oh mein Gott, ich dachte, okay. Ja! Mann! Schon wieder verkackt! So, jetzt wirst du gerippt, mein Freund. Jetzt wirst du gerippt. Ja. Nope! Ich hab's wieder verkackt! Ich hab's geschafft. Was hast du geschafft? Da haben wir den Sieger. Ja, ich bin am Ende. Oh Mann! Scheiße. Junge, ich wollte chillig Fortnite zocken, jetzt muss ich Puffy blechen. Okay, Leute, 50 Euro auf KidMath. Scheiße, Walla, dieser Mip hat mich gerettet. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, Leute. Echt, Props gehen nochmal raus an alle, die mir geantwortet haben. Mega, mega korrekt. Und ich würde sagen, das Video ist wahrscheinlich ultra lang, deswegen ich laber nicht lang drum herum. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao.